Sie sind hier, 10. Oktober 2018, 12.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Simon Terodde, links, und Lasse Sobich wollen mit dem 1. FC Köln aufsteigen Urheberrecht Getty Images eine Trainingsverletzung zwingt Lasse Sobich vom 1. FC Köln zu einer längeren Pause. Der Innenverteidiger wird operiert. Zweitligaspitzenreiter 1. FC Köln muss für unbestimmte Zeit auf Innenverteidiger Lasse Sobich verzichten. Der 27-Jährige erlitt einen Bruch des rechten großen Zehs und wurde noch am Mittwoch operiert. Das teilte der Club mit. Am liebsten hätten wir immer alle Spieler an Bord, aber Verletzungen passieren, sagte FC-Trainer Markus Anfang. Sobich hatte sich schon am vergangenen Freitag im Training verletzt, trainierte nach einer Pause aber am Sonntag wieder mit der Mannschaft und kam am Montag bei der überraschenden Niederlage gegen den MSV Duisburg 1:2 über 90 Minuten zum Einsatz. Im Anschluss gab eine MRT-Untersuchung Aufschluss. Anzeige, jetzt das Trikot von Köln oder Duisburg kaufen, hier geht es zum Shop Sobich, der im Sommer vom Liga-Rivalen FC St. Pauli nach Köln kam, war zu Saisonbeginn zunächst Ersatz, er spielte sich in den vergangenen Wochen aber einen Stammplatz. Nun dürfte neben Abwehrchef Rafael Tschich aus zunächst wieder der Spanier Jorge Mere in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Von Sportinformationsdienst.